Hier ist Literaturlaunch.eu. Heute mit der Rezension zu Die Toten von der Falkner Alm. Mein erster Fall von Miroslav Nemitsch. Gelesen auch vom Autor. Der Klappentext: Miroslav Nemitsch in seinem ersten Fall. Ein mörderisches Wochenende. Miroslav Nemitsch, den viele als Ivo Bartic aus dem Münchner Tatort kennen, soll bei einem mörderischen Wochenende aus einem Krimi von Henning Manke lesen und an einer Diskussion teilnehmen. Lustlos fährt er an einem Freitag im August in das Berghotel Falkner Zudem nur eine einsame Seilbahn führt. Doch das Wochenende wird alles andere als nette Routine. Nicht nur zieht ein gewaltiger Gewittersturm auf, der die Kommunikationsmöglichkeiten lahmlegt, sondern es kommen nacheinander auch drei Gäste zu Tode. War es ein Unfall oder Mord? Miroslav Nemitsch hat sich seinen ersten Roman auf den Leib geschrieben. Seine Lesung lässt den Fall sehr persönlich werden und niemand weiß so gut wie er, wie er klingen soll. Die persönliche Rezension meiner Kollegin. Geht es einem Schauspieler auf den Nerven, immer wieder der Figur seiner Rolle identifiziert und angesprochen zu werden? Vermutlich schon. Daher finde ich es eine gelungene Idee, dies zur Grundlage des ersten Romans eines Schauspielers zu machen. Dass es ein Krimi ist, liegt schon fast auf der Hand. Wie viel Kommissar Ivo Bartic steckt im Schauspieler und auch Autor Miroslav Nemec? Diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Hörbuch. Ich finde es sehr gekonnt, wie Miroslav Nemitsch mit den Vorurteilen spielt. Wo hört der Schauspieler auf und wo fängt die Rolle an? Manchmal scheint es fast fließend zu sein. Das Szenario von Morden in einem abgeschotteten Hotel ist jetzt nicht ganz neu und wurde schon öfter verarbeitet. Aber es ist immer wieder eine Frage, wie es in Szene gesetzt wird. Hier ist es gut gelungen, ohne abgedroschen zu wirken. Der Schauspieler Miroslav Nemitsch fährt zu einem Krimidinner, um seinen neuen Roman vorzustellen. Dort stolpert er in mehrere Todesfälle hinein. Erst will er ja auch keiner an einen Mord glauben. So etwas passiert doch nicht bei uns. Irgendwie erwartet jeder, dass er nun als professioneller Kriminalist agiert und den Fall klärt. Allerdings ist es nicht Kommissar Bartic, der dort weilt, weit, sondern eben der Schauspieler Nemitsch. Diese Abgrenzung wird anfangs klar gemacht, aber irgendwie reizt es ihn doch. Zumindest im Roman. Und er fängt an, Dinge zu hinterfragen. Die Lösung des Falls ist vielleicht nicht völlig überraschend, aber schön gemacht. Wieso könnte, also dazu könnte es noch einig, könnte ich noch einiges sagen und auf literarische Vorbild, Vorbilder verweisen. Aber das habe ich schon in der Schule gehasst, wenn ein schönes Buch zu Tode geredet und zerpflückt wird. Wieder mal so ein Fall, wo ich sagen muss, bitte nur vom Autor selber vorlesen lassen. Er ist einfach zu gut. Die Geschichte ist lebendig und man ist mittendrin. Derzeit mit dem, also jederzeit mit dem Gefühl, ja, das könnte passieren die romanfigur nemetsch wirkt so authentisch, dass es manchmal schwer fällt, daran zu denken, dass es sich um fiktion handelt. auf ein neues hörbuch vom autor gelesen würde ich mich freuen. allerdings bin ich mir, bin ich mir, nicht, bin ich mir nicht sicher, ob es gut wäre, wenn herr nemetsch wieder selber auf verbrecherjagd gehen würde aber wie so oft es kommt auf einen versuch an der roman ist spannend und lustig und miroslav Nemitsch ein toller vorleser ich kann es nur empfehlen einen kleinen negativpunkt muss ich jedoch dennoch loswerden die cds kommen in einer plastikbox und ich finde es sehr schlecht wenn diese kleinen zähne die die CDs festhalten, schon beim ersten Gebrauch gleich abbrechen. Hier sollte der Hörverlag vielleicht ein wenig mehr auf das Jahr achten. Das Buch ist für 6,95 Euro als Download noch zu, zu haben und ist im Jahre 2016 beim Hörverlag erschienen. Hat eine Laufzeit von 284 Minuten und ist, wie mehrfach gesagt wurde, von Nehm, Miroslav Nemitsch selber ein. Bis bald, euer Markus von Literaturlaunch.eu. Das war's für heute. Bis bald bei der Literaturlaunch.eu. Euer Markus.